Die Darmflora, das ist die Gesamtheit der Mikroorganismen, die sich in unserem Darm aufhält. Es gibt sehr viele verschiedene Stämme, wir kennen sie zum Teil noch gar nicht so genau. Und die haben sehr wichtige Stoffwechselfähigkeiten, die für uns wichtig sind. Typischerweise finden wir die Magen-Darm-Flora insbesondere im Dickdarm, zu kleinen Bestandteilen auch im Dünndarm. Aber ganz wenig Bakterien können natürlich auch im Magen und sogar in der Speiseröhre auftreten. Diese Bakterien, die geben dann bestimmte Stoffe ab, beziehungsweise haben eine gewisse Interaktion mit der Magen-Darm-Wand. Die Darmwand, die besteht aus solchen Darmzotten, wie Sie sie hier sehen. Und diese Darmzotten sind in engem Kontakt mit Stuhl und mit Nahrung, die sie aufnehmen. Dann können die natürlich auch Entzündungen auslösen in diesen Darmzotten. Hier nochmal ein elektronenmikroskopisches Bild, wie es dann aussieht. Und diese Verbindungsproteine können eben teilweise aufgelöst werden durch bösartige Bakterien, sodass eben giftige Stoffe und Entzündungszellen eindringen können in diese Zellen und eine Entzündung auslösen können. Faktoren, die unsere Darmflora verändern können, kommen vor allen Dingen aus der Umwelt. Einerseits aus der natürlichen Umwelt, sei es die Ernährung, sei es eben Umwelteinflüsse wie die Außentemperatur, die dazu führt, dass sich die Keime verändern. Aber es sind auch Umwelteinflüsse, die menschengeschaffen sind, wie zum Beispiel Antibiotika und Medikamente, die die Darmflora verändern können. Neuere Studien haben jetzt auch zeigen können, dass wahrscheinlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Rauchen, die Magen-Darm-Flora verändern können. Und dann können wahrscheinlich auch bestimmte Nahrungsmittel die Darmflora positiv und oder negativ verändern. Da gibt es natürlich eine Reihe von Einflussfaktoren, die dazu führen, dass sich die Keime im Darm so verändern, dass man dann Bauchschmerzen oder Symptome bekommt. Das Beste wäre dann, diese schädigenden Einflüsse wegzulassen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn gerade Antibiotika dazu führen, dass schädliche Keime hochwachsen, dass man möglichst versucht, wenig Antibiotika anzuwenden. Das kann man nicht immer natürlich, weil bestimmte Erkrankungen den Einsatz von Antibiotika erfordern. Man kann durch Ernährung die Darmflora beeinflussen. Sicherlich ist es günstig, vitaminreiche, gemüsereiche, obstreiche Ernährung zu sich zu nehmen. Davon geht man aus, dass das die Darmflora günstig beeinflusst. Und es können Probiotika sinnvoll sein, die bei verschiedenen Indikationen schon in klinischen Studien getestet wurden. So können sie den Reisedurchfall vorbeugen oder den Durchfall durch Antibiotika oder eben in bestimmten Situationen wie chronischen Entzündungen des Darmes nützlich sein. Es gibt Medikamente oder auch probiotische Drinks, die man einnehmen kann. Die Vorstellung ist die, dass wenn man diese probiotischen Drinks einnimmt, dass die sich oder diese Bakterien, die dann in diesen Nahrungsmitteln drin sind, dass die sich dann eben im Dickdarm ausbreiten und dann eben, wenn möglich, eben diese schlechte Darmflora verdrängen und dann eben positive Effekte in der Darmwand eben haben.